Herzlich willkommen zu einer Präsentation über Attributionstheorien. Zunächst der Ablauf der Präsentation. Ich werde erst eine kleine Hinführung geben und euch dann die Attributionstheorien nach Fritz Haider, Harold Kelly und Bernhard Weiner vorstellen. Bernhard Weiner, muss man vorneweg sagen, gibt es mehrere Quellen, je nachdem, ob sie 1971, 72, 79 und so weiter verfasst wurde. Ich habe mich jetzt entschlossen, 1971 zu nehmen. Ja, wir befinden uns zwar nicht auf der Suche nach dem Schlüsselmacher, wie zum Beispiel in Matrix Reloaded, aber immer nach der Antwort auf das Wieso. Wir können Personen beobachten und stoßen dabei auf eine reichhaltige Informationsquelle, und zwar das nonverbale Verhalten. Wir können unsere Vermutungen zu der Persönlichkeit anstellen und noch viel mehr. Wir füllen unsere Informationslücken mit impliziten Persönlichkeitstheorien. Jemand Unfreundliches ist in der Regel auch kein guter Mensch, hilft niemandem über die Straße. Aber wissen wir dann, was eine Person wirklich denkt und fühlt? Nein. Warum macht uns jemand ein Kompliment? Meint er das wirklich so? Ist er oder sie nur höflich? Lügt die Person vielleicht sogar? Warum macht sie das? Der Merowinger in Matrix Reloaded sagt, es ist die einzig echte Wahrheit und die wahre Quelle der Macht. Und zwar die Kausalität. Man könnte auch einfach sagen, Ursache und Handlung. Oder Ursache und Wirkung. Oder noch einfacher Aktion, Reaktion. Wir müssen für die Beantwortung auf die Wieso-Frage weitergehen, als nur Beobachtungen anzustellen und offensichtlichen Informationen nachzugehen. Dies könnte sonst dazu führen, dass wir einem Verhalten eine falsche Ursache zuschreiben, sie falsch attribuieren. Wir wollen wissen, wieso und warum eine Person motiviert ist, so und nicht anders zu handeln. Wir schreiben den Handlungen Ursachen zu, wir attribuieren. Attributionen sind demnach Ursachenzuschreibung. Aber zurück zur Kausalität. Ursache und Handlung. Warum machen wir das? Warum wollen wir attribuieren? Erstmal wollen wir eine Sache verstehen. Dann wollen wir in die Zukunft sehen, wir wollen Handlungen und Reaktionen vorhersehbar machen. Und wenn wir Handlungen vorhersehen können, dann können wir sie kontrollieren. Und wie Menschen das machen, also wie Attributionen zugeschrieben werden, das ist Inhalt der Attributionstheorie. Die Theorien darüber, wie Menschen sich die Gründe oder die Ursachen für ihre eigenen Handlungen oder Verhalten und das anderer erklären. Der sogenannte Urvater der Attributionstheorie heißt Fritz Haider. Der hat im Jahr 1958 seine Theorie veröffentlicht. Haider ging davon aus, dass der Mensch eine Art wissenschaftlicher Laie sei, der das Verhalten anderer einfach nur verstehen möchte. Das wird unter dem Begriff der naiven Psychologie zusammengefasst. Um sich das Verhalten anderer zu erklären, muss der Mensch Informationsbruchstücke zusammenbauen und mit Vermutungen füllen, um so Kausalzusammenhänge zu schaffen. Im Sinne dieser Kausalzusammenhänge teilt er recht einfach in zwei, und zwar in die internale und die externe Attribuierung oder Attribution. Nehmen wir uns ein Beispiel, um Haiders Attributionstheorie nachzuvollziehen. Wir gehen in einen Klassenraum und sehen und hören vor allen Dingen, wie der Lehrer einen Schüler anbrüllt. Mehr nicht. Zuallererst attribuieren wir, wie es auch die Mehrheit automatisch macht, zunächst internal. Der Lehrer ist kein guter Lehrer, seine erzieherischen Fähigkeiten sind unterentwickelt, wir sprechen dem Lehrer automatisch eine schlechte Persönlichkeit, einen schlechten Charakter, eine schlechte innere Einstellung und Haltung zu. Das ist ja auch das Einfachste, beziehungsweise das einzig Mögliche in diesem Fall. Wie so oft, wenn wir Situationen ergründen wollen, also nach dem Wieso fragen, kennen wir den Kontext nicht. Der Kontext ist auch wesentlich schwerer zu erfassen,
Und von daher ist die Vorhergehensweise, zunächst internal zu attribuieren, auch nur natürlich menschlich. Nun weiß ich aber, dass der Lehrer den Schüler angeschrien hat, weil er kurz davor war, sich im Technikunterricht mit der Kreissäge in die Hand zu sägen. Auf einmal sieht die Situation ganz anders aus. Die Kausalität des Verhaltens liegt nicht mehr im Charakter oder der Persönlichkeit des Lehrers, es liegt im Verhalten des Schülers. Die momentane Situation oder Umwelteinflüsse machen eben diese externalen Attributionen aus. Da diese Umwelteinflüsse auf alle Menschen gleich wirken. Wir alle sehen, dass der Schüler seine Hand in Richtung des sich drehenden Sägeblatts bewegt. Deswegen geht Haider davon aus, dass auch viele Menschen ähnlich auf Umwelteinflüsse reagieren würden. Also zusammenfassend, wir attribuieren das Verhalten von Menschen entweder internal oder external. Zu den internalen Faktoren oder Gründen zählen Persönlichkeit, Charakter, innere Einstellung und Haltung. Zu externalen Faktoren gehören, wie bereits gesagt, die momentane Situation und Umwelteinflüsse. Hierzu gibt es noch ein interessantes Beispiel. Es wurde eine Studie durchgeführt, die glückliche und unglückliche Ehen untersucht hat. In glücklichen Ehen wird positives Verhalten des Partners internal attribuiert. Er hilft mir, weil er mich liebt. Negatives Verhalten wird external attribuiert. Er hat mich angeschrien, weil er Stress auf der Arbeit hat. Genau andersrum ist es in unglücklichen Ehen. Hier wird oft positives Verhalten external attribuiert. Er ist mit mir zusammen, um seine Freunde zu beeindrucken. Und negatives internal. Er hat mich angeschrien, weil er ein ignoranter Arsch ist. Damit kommen wir zur zweiten Theorie, und zwar nach Harold Kelly. Die Attributionstheorie nach Kelly ist eine der einflussreichsten in der Attributionsforschung. Kelly nimmt an, dass sich Menschen bei der Suche nach Ursachen für wichtige Ereignisse des sogenannten Kovariationsprinzips bedienen. Das Kovariationsprinzip, das ist ein bestimmter Effekt, wird derjenigen seiner möglichen Ursache zugeschrieben, mit der er über die Zeit hinweg kovariiert, also zusammen auftritt. Ein bestimmter Effekt ist immer dann wahrnehmbar, wenn ein bestimmter Faktor gegeben ist. Und dann nicht wahrnehmbar, wenn dieser Faktor nicht gegeben ist. Als Beispiel, immer wenn ich mich gut auf eine Klassenarbeit in Mathematik vorbereite, erziele ich eine gute Note, wenn ich mich nicht gut vorbereite, erziele ich auch keine gute Note. Also der Faktor Vorbereitung löst den Effekt aus. Kelly postuliert, dass der Mensch hierbei Informationen verarbeitet und diese hat er in drei Informationstypen unterteilt. Den Konsensus, die Konsistenz, Distinktheit. Was heißt das? Konsensus. Andere Personen zeigen in gleicher Situation gleiches Verhalten. Man könnte auch fragen, zeigen andere Menschen in der gleichen Situation das gleiche Verhalten? Wenn das so ist, dann ist die Ausprägung hoch, ein hoher Konsensus. Fast alle verhalten sich so wie ich. Der Informationstyp Konsistenz. Verhalten tritt in gleichen Situationen wiederholt auf. Oder als Frage formuliert könnte man sagen, tritt das Verhalten regelmäßig als Reaktion auf diese Situation aus? Ist die Ausprägung der Konsistenz hoch, dann ist das so. Das Verhalten wird immer gezeigt. Es tritt regelmäßig auf. Die Konsistenz ist niedrig, wenn das Verhalten nur einmalig oder ganz selten gezeigt wird. Der dritte Informationstyp, die Distinktheit, Verhalten tritt nur auf diesen Reiz auf. Als Frage könnte man formulieren, ist das Verhalten spezifisch für diese Situation? Ist die Distinktheit hoch, dann ist das Verhalten nur in dieser Situation auftretend. Es tritt nur in dieser Situation auf. Es ist niedrig, wenn dieses Verhalten auch in
anderen Situationen auftritt. Und was sind die Faktoren hier? Beim Konsensus ist es die Person, bei der Konsistenz die Zeit und bei der Distinktheit Gegenstand und Situation. Nehmen wir uns ein Beispiel, um das zu verstehen. Marie sagt, wenn ich mich gut vorbereite, dann erziele ich auch gute Noten. Sie attribuiert also internal, sie bezieht die guten Noten dann auf sich. Über den Konsensus können wir hier nicht viel sagen, beziehungsweise Marie trifft keine Aussage. Die Konsistenz ist hoch. Sie erzielt immer eine gute Note, wenn sie sich gut vorbereitet. Zur Distinktheit lässt sich sagen, sie erzielt auch in anderen Fächern gute Noten, wenn sie sich gut vorbereitet hat. Das heißt, das wäre niedrig. Das ist jetzt aber geschätzt, weil ich zufälligerweise Marie kenne. Aber aus ihrer Aussage allein könnte man das nicht schließen. Ein weiteres Beispiel ist Valerie. Ich habe eine schlechte Note, weil die Aufgaben ganz andere waren als die, die wir im Unterricht geübt hatten. Sie attribuiert demnach external. Über den Konsensus können wir wieder keine Aussage treffen, weil sie nicht über ihre Klassenkameraden beispielsweise spricht. Die Konsistenz ist niedrig, scheinbar. Das interpretieren wir jetzt hier rein, denn nur dieses Mal ist die Arbeit wohl schlecht ausgefallen, weil die Aufgaben eben andere waren, als sie geübt haben. Über die Distinktheit können wir auch nichts sagen, weil Valerie dazu keine Aussage macht. Harold Kelly. Wir können folgendermaßen meist internal attribuieren, wenn der Konsensus niedrig, die Konsistenz hoch ist und die Distinktheit niedrig ist. Hier möchte ich zu beachten geben, dass es auch anders internale Attributionen geben kann, wie gesagt meist. Die Ursache für die Handlung ist demnach der Akteur. Eine externe Attribution findet meist statt, wenn der Konsensus hoch ist, die Konsistenz hoch oder niedrig ist und die Distinktheit hoch ist. Dann wird meist external attribuiert und damit die Situation als Ursache dargestellt. Wie gesagt, das ist meistens so. Zusammenfassend zu Harold Kelly. Kelly bedient sich des Kovariationsprinzips, also dass ein Effekt einer möglichen Ursache zugeschrieben wird. Und der drei Informationstypen wurden von ihm eingeführt und baut damit auf Haider auf. Dadurch lässt sich einseitiges Attribuieren aufdecken und wir können Ungereimtheiten, sage ich jetzt mal, aufdecken. Aber hier gibt es natürlich auch Kritik, unser großes Aber. Die herangezogenen Informationen und die vorliegenden Informationen führen oft zu einem Bias. Meist werden auch, oder ich sage mal häufig, werden auch nicht alle Informationen herangezogen, die verfügbar sind. Und meistens liegen auch nicht alle Informationen vor, die vorliegen müssten, um das Verhalten zu attribuieren. Ein Bias ist eine Verschiebung, eine Unstimmigkeit. Damit kommen wir zu Bernhard Weiner. Weiner forschte vor allen Dingen im Bereich der Leistungsmotivation. Er befasste sich damit mit den Ursachen für Handlungen, die in einer leistungsbezogenen Situation zu einem Ereignis führen und die dann entweder Misserfolg oder Erfolg haben und sich darin einstufen lassen. Hier bewegen wir uns auch schon auf dem schmalen Grat in Richtung der attributionalen Theorien. Weiner hat hierbei vier Faktoren berücksichtigt. Die Fähigkeit, die Anstrengung, die Aufgabenschwierigkeit und den Zufall, also Glück oder Pech. Zu diesen vier Dimensionen, zu diesen vier Faktoren unterscheidet Weiner des Weiteren drei Dimensionen. Die erste Dimension ist die Lokalitätsdimension. Internal, external, das kennen wir bereits. Die Fähigkeit und die Anstrengung liegt in der Person selbst. Aufgabenschwierigkeit und Zufall liegen eher external. Die zweite Dimension ist die Stabilitätsdimension. Eine Fähigkeit ist eher stabil. Ich kann
gut mit Zahlen umgehen oder ich kann es halt eben nicht. Variabel hingegen ist meine Anstrengung meine aktuelle. Ich kann noch so gut mit Zahlen umgehen, wenn ich mich nicht anstrenge in dieser Situation, dann kann ich auch keine gute Note schreiben. External, stabil, Unveränderlichkeit ist die Aufgabenschwierigkeit. Wenn ich eine Mathearbeit, eine Geschichtsarbeit, eine Klausur in der Universität vorgelegt bekomme, dann ist die Aufgabenschwierigkeit nicht veränderbar, stabil. Variabel hingegen ist der Zufall, der ist jedes Mal anders. Habe ich Glück oder habe ich Pech in dieser Situation? Hinzu kommt noch die Kontrolldimension. Und zwar unterscheiden wir hier in unkontrollierbare und kontrollierbare Faktoren. Die unkontrollierbaren, die kennen wir schon. Na, teilweise. Als unkontrollierbar gilt die Fähigkeit. Fähigkeiten bauen sich auf. Fähigkeiten kann man nicht wirklich gezielt kontrollieren. Man kann sie beeinflussen in einer gewissen Weise. Deswegen möchte ich meinen, dass es hier einen Diskussionsbedarf gibt. Allerdings wird es eher als unkontrollierbar eingestuft, zumindest auf kurze Sicht. Kontrollierbar hingegen ist die konstante Anstrengung. Auch wenn ich nicht die Fähigkeit habe, mit Zahlen umzugehen, so kann ich doch konstant viel Arbeit da reinstecken, mit Zahlen zu arbeiten oder zu lernen, damit zu arbeiten. Diese Faktoren sind jeweils internal. Variabel hingegen ist die Stimmung. Zum Beispiel könnte ja mein Hund gestorben sein am Wochenende. Ich habe deswegen keine Gelegenheit für den Vokabeltest zu lernen. Und demnach schreibe ich eine schlechte Note, weil meine Stimmung so schlecht war. Genauso kann man das aber auch positiv sehen und kann sagen, ich hatte Geburtstag, ich war ganz glücklich und hatte demnach viel Zeit und Motivation zu lernen oder ich habe eine Belohnung bekommen für irgendwas. Stimmung ist eben positiv. Ist aber nicht kontrollierbar. Nicht von mir selbst, weil Stimmungen meist fremd beeinflusst werden. Durch den toten Hund, durch eine Feier, durch ein Geschenk, durch wo auch immer sich Stimmungen eben beeinflussen lassen. Kontrollierbar für mich selbst ist allerdings meine aktuelle Anstrengung. Wenn ich im Vokabeltest sitze, strenge ich mich an oder nicht. External, unkontrollierbar, ist die Aufgabenschwierigkeit, darüber haben wir bereits gesprochen. Als kontrollierbar gilt die Lehrervoreingenommenheit. Ich kann meinen Lehrer beeinflussen, ob er mich mag oder ob er mich nicht mag. Und dementsprechend vielleicht eine gute Note oder eine schlechte Note gibt. Er kann natürlich auch der ganzen Klasse gegenüber voreingenommen sein, sodass er wahrscheinlich die ganze Klasse eher gut bewerten wird. Über die Unkontrollierbarkeit des Zufalles haben wir bereits gesprochen. Allerdings gibt es jetzt hier unter dem kontrollierbaren Aspekt auch die ungewöhnliche Hilfe anderer. So kann ich meinen Mitschüler beeinflussen, dass er mir während des Vokabeltests die Wörter vorsagt oder mithilft oder eben andere Formen ungewöhnlicher Hilfe anderer. Ich finde zufälligerweise, nein, dann wäre es Zufall, Entschuldigung, ich finde einen Freund auf der Toilette, der mir in der Mathearbeit die Lösung sagt. Die Kritik an Weiners Theorie, wie wahrscheinlich auch schon beim Zuhören aufgekommen ist, kann ich Externales kontrollieren? Ich kann jemand auf die Toilette schicken, um mir eben Sachen vorzusagen, aber ob das funktioniert, ob er da ist, ob er da sein kann, ist nicht wirklich kontrollierbar. Genauso kann ich auch nicht wirklich die Lehrervoreingenommenheit beispielsweise kontrollieren. Wir können aber ein Fazit ziehen. Bei Weiners Theorie ist allgemein anerkannt und im Schulbezug bietet sie eine größere Ausdifferenzierung der Schülerleistungsattribuierung. Dann danke ich euch vielmals. Hier sind die 5 Quellen, der ich mich bedient habe bei der Vorbereitung zu dieser Präsentation und möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen.